Okay. Dunhuang ist eine Stadt in Westchina. Dort hat um 1900 ein Mönch ein riesiges, unübersehbares Höhlensystem entdeckt. Die Höhlen waren ausgemalt mit wunderbaren Wandmalereien. In den Höhlen versteckt waren unzählige Kunstgegenstände, ganz arg unzählige viele Schriftrollen aus allen Sprachen. Warum dieses Depot angelegt wurde, weiß man nicht ganz genau. Wahrscheinlich wurde es im 11. Jahrhundert dort eingelagert, um in Sicherheit gebracht zu werden vor den Mongolen, vor den Kriegen mit den Mongolen. Inoue Yasushi hat daraus ein Buch gemacht. Es heißt Die Höhlen von Dunhuang. Es ist ein Roman, der spielt in der Provinz, in China, irgendwann im 11. Jahrhundert halt. Ein junger Beamter, Zhao, steht vor der Prüfung zu seinem dritten Staatsexamen. An dem Tag der Prüfung verschläft er leider. Er ahnt wohl schon, dass ihm andere Prüfungen in diesem Leben bevorstehen werden. Auf der Straße kann er eine Frau gerade noch retten, bevor sie von einem eifersüchtigen Mann zerstückelt und getötet wird. Diese Frau schenkt ihm ein Tuch, weil sie sonst nichts anderes hat. Auf diesem Tuch findet er geheimnisvolle, ganz unbekannte Schriftzeichen. Es wird neugierig, er findet raus, dass diese Schriftzeichen von dem Volk der Xia sind. Er reist weiter in entlegenere Gebiete, sucht dieses Volk auf. Von diesen Xia wird er dann zwangsrekrutiert. Es stehen Kriege bevor mit der herrschenden Song-Dynastie. Er lernt die Kultur kennen. Dieser Xia, er freundet sich mit dem Heerführer an, er lernt eine uigurische Prinzessin kennen. Aber seine größte Prüfung wird dann später sein, vor diesen Kriegen die ganzen Kunstschätze der damaligen Zeit, alle diese Schriftrollen in diesen Höhlen zu verstecken. Dieser Roman von Inoue ist in sehr nüchternem Stil geschrieben, fast schon wie so ein Protokoll. Aber gerade deshalb, weil diese unerhörten Ereignisse so geschildert werden, entfaltet es eine sehr große emotionale Wucht. Als ich das Buch damals gelesen habe, habe ich in einem großen Antiquariat gearbeitet. Ich habe dann geguckt, was wir da hatten an Büchern über Dunhuang und die Seidenstraße. Es gab einiges, ich habe das rausgesucht und es war sehr interessant. Und zu dem Zeitpunkt waren so 5, 6 Leute im Laden, man kam so ins Gespräch und es stellte sich heraus, dass zwei von denen schon mal in Dunhuang auch waren. Ein Professor, weil er da mal geforscht hat, und eine Freundin von mir, die ist da eher zufällig mal gestrandet. Also, es gab mal ein tolles Antiquariat mit tollen Büchern und den Menschen dazu, die an diesen Orten auch waren.